Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ratchet & Clank. Heute am 22. Öffnen um 18.32 Uhr. Wir haben in der letzten Folge in der Gadgetron-Fabrik so ein bisschen für Ordnung gesorgt, haben auch dann dementsprechend mehr oder weniger eine Karriere als Superstar-Hoverboard-Boarder versprochen bekommen. Das wäre dann tatsächlich das zweite Mal, oder? Weil es geht Make Marks Dingsy-Bumsy hier. Ich will die ganze Zeit Anwalt sagen. Manager hatte uns ja bereits Ähnliches versprochen. Also wenn wir dann erstmal hier die Galaxie gerettet haben, kommen die eigentlichen Aufgaben im Leben, die eigentliche Prüfung, nämlich an zwei oder mehr Orten gleichzeitig zu sein als Superstar. Und viel wichtiger ist aber, dass wir tatsächlich jetzt das Holo-Chaos-Kostüm haben, mit welchem wir hier endlich mal den Planeten... Whoopsie Pupsi, okay, nee, das... abschießen können. Okay. Von mir aus. Ich meine, das ist ja... genau dafür ist das da, oder? Für den Fall, dass das am Anfang passiert. Ich werde jetzt hier, wie gesagt, sehr, sehr vorsichtig spielen, weil ich weiß, dass das sehr, sehr lange geht. Das hier werde ich in die Schnellauswahl packen, weil man da schon so ein bisschen hin und her wechseln muss. Haben wir auch schon bei dem Einspieler gesehen, bei dieser Robo-Dame. Ja, ihr habt's gehört, ne? Das war eine ziemlich lange Pause. Also, ja, sehr, sehr viele aneinanderfolgende Diskrepanzen, Okulanzen haben letztendlich dafür geführt, dass ich dann doch einen ganzen Tag Pause gemacht habe. Unter anderem habe ich mit meinem... Upsi, Pupsi, das war jetzt nicht so... Genau, die Alarmanlage, das ist nämlich das Ding. Ich habe mit meiner Mutter Schlag den Raab geschaut, beispielsweise. Wusstet ihr das, dass man seit Anfang 2020 sich alle Schlag den Raab-Folgen auf YouTube anschauen kann? Da sind wir mittlerweile bei Folge 3, richtig cool. Geht das von der Leer? Okay. Im dritten Teil, ich weiß nicht, wie es im zweiten ist, aber im dritten ist es tatsächlich so, dass man dann so ein Merkspiel spielen muss oder beziehungsweise einfach die Tasten drücken muss, die ihr da von einem will. Das Problem an diesen Passagen hier ist, dass ich nicht, hört ihr das? Ich drücke die Sprungtaste, ich komme nicht hoch. Das bedeutet, ich muss mich jetzt umkleiden. Und das Problem ist, in dem Moment, wo ich mich umkleide, rastet er aus. Deswegen ist es, oh, oder auch nicht, okay. Deswegen ist es nämlich ganz, ganz wichtig, die schnell zu töten, weil wenn die hier erstmal die Alarmanlage bümmele bommeln, komme ich da nicht wieder raus. Und hier haben wir dann... Ja, das ist... Okay. Ja. Gut, ich brauche den hier nicht. Aber das ist nämlich so das Ding, ja. Wie willst du denn, vor allem, weil das Spiel auch nicht pausiert, wenn du die Waffe wechselst, selbst mit dem Ring, ich kann ja nicht... Na doch, hätte ich im Springen... Ja, ich hätte im Spring das Kostüm anziehen können, aber wäre nicht hochgekommen. Ne? Deswegen, also ich finde es hier mehr schlecht als recht, was da getätigt wurde. Und da muss ich dann mich im richtigen Augenblick hochfrezeln. So, genau. Ach so, genau, warte mal. Das ist ja... Ja, schnell rüber. Schnell rüber. Ich dachte jetzt, ich muss hier wieder Winky-Winky machen. Nee. Das scheint dann doch nicht so oft zu kommen. Ja, aber dieses ständige Hin- und Her-Gewechsel, das hat mich ja damals auch sehr, sehr abgefuckt. Einfach sicherheitshalber immer anziehen, ne? Man kann ja nie wissen. Nee, okay, das sieht sauber aus. Das sieht sehr, sehr sauber aus. Wirklich schön glatt poliert hier. Man kann sich förmlich auf dem Boden... Okay. Spiegeln. Ich weiß jetzt nicht, wie er mich sehen konnte, aber ich gehe dann einfach mal zurück und hoffe, dass sich das dann von selber wieder klärt. Deaktiviert müsste es eigentlich. Oder, ja, ja, seht ihr? Ja, was zum Fick? Oh, haben die mich schon wieder gesehen? Nee, ne? Ja, dann muss ich wohl hier rauf und dann... Ach so, da ist ja... Nee, alles gut. Da kann ich ja stehen. Ne? Die Angst. Die Angst, sie hat mich halt wirklich umgeben. Drei Bubble Bobble, das ist natürlich nicht so toll. Nicht, dass der mich denn jetzt hier... Ja, what the fuck? Sieht mich einfach von der Seite? Sieht mich von der Seite? Ist das dein Scheiß Ernst? Bleib weg, bleib weg, bleib weg. Bleib ja weg.
vor dem Scheiß, okay? Das sieht sehr, sehr machbar aus hier. Du denkst auch, du müsstest da einfach nur raufklicken, ne? Aber nee, lass mal. Das ist komplizierter, als du denkst. Bleib lieber weg davon. Und dich kann ich doch genau einfach so umpöbeln. Das ist kein Problem. So, was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, dass wir vielleicht die Hälfte geschafft haben, mehr oder weniger. Ja, ne, du musst halt wirklich einfach ruhig sein. Einfach Ruhe bewahren. Und dann geht das schon. Ja, und hier darfst du natürlich nicht dich treffen lassen. Ja, hatte ich es eigentlich jetzt erwähnt. Schlag den Rab, ne? Kennt ihr vielleicht? Habt ihr vielleicht auch früher geschaut? Richtig toll. Das hat mich sehr begeistert, dass man das da sehen konnte. Aber man, ich sterbe aber nicht. Alles gut. Ich dachte, ich falle direkt runter. Was mich halt ein bisschen traurig gemacht hat, war die Tatsache, beziehungsweise ist halt die Tatsache, dass die da sehr, sehr viel schneiden. Besonders den Anfang, ne? Mag ja sein, dass der ein oder andere das nervig findet, dass man da so lange die, am Anfang stellt man ja die Kandidaten vor und so weiter. Aber ich finde, das gibt den Leuten halt Persönlichkeit. Und wenn du das... Du musst diese Wachroboter zerstören. Sie dürfen auf keinen Fall den Alarmknopf drücken. Wenn du das halt rausschneidest, dann, ja, ist halt ein bisschen dumm, ne? Wenn du dann... Weißt du ja nicht so, was ihre Stärken, was ihre Schwächen sind. Ja, also erstmal muss ich ja hier Winky-Winky machen, ne? Tinky-Winky, Dipsy, Lala, Po, Teletubbies, Teletubbies. Fehlt da nicht einer? Waren es nicht mal fünf, bin mir nicht sicher. So, ja. Du gehst nicht dahin und der will auch gar nicht, ne? Der hat sich direkt gedacht, nee, da komme ich eh nicht ran, ich greife ihn lieber direkt an, denn das macht mich voll an. So viele Reime auf einmal, 20.000 haben wir mittlerweile, nicht schlecht, würde ich mal sagen. Ich würde auch sagen, dass wir uns direkt wieder mal umkleiden, denn man kann ja nie wissen, was auf der anderen Seite lauert. Oh ja, das ist auch so eine Timingsgeschichte. Ich wollte eigentlich die Minen einsetzen, aber egal. Hallo, Bibble Bobbles. Und tschüss. Oh, was ist das da? Achso, das ist irgendwie so ein extra Kackraum. Der mir schon noch so ein bisschen extra Geld gibt. Das ist doch was. Aber ich habe tatsächlich schon bessere Räume gesehen. Aber gut, man muss ja dazu sagen, man weiß ja auch nicht, wie die Zählung hier ist. Also mittlerweile gibt es auch, glaube ich, einfach viel mehr für die einzelne Schraube. Der Kurs ist unterwegs gestiegen, aufgrund der Tatsache, dass halt so viele Planeten verreckt sind. Da ist die einzelne Schraube plötzlich mehr wert. Ich weiß nicht, ob das wirtschaftstechnisch Sinn ergibt, aber könnte sein, ne? Wenn viel, viel Geld verbrannt wurde, dann ist der einzelne Cent natürlich mehr wert. So ist das, kann ich da... Ich glaube nicht, dass ich da stehen kann. Das war jetzt nicht so geil. Ja, sowas meine ich halt, ja. Dann fällst du halt runter und musst die ganze Scheiße nochmal machen. Ey, das frustet halt. Das frustet halt sehr. Was sagt die Karte? Ja, noch ein Drittel, würde ich sagen. Knabbele. Okay. Ja, kann ich das... Kannst du dich hier rein zufällig raufstellen? Das wäre echt toll. Dann könnte ich die ein bisschen besser beobachten. Sieht schlecht aus. Da muss ich so machen. Warte, jetzt... Nämlich aber, wo sind denn meine... Das sind die Minen, ja. Ich habe lange das Symbol nicht mehr gesehen. Ich hoffe, ich kann da vielleicht einfach stehen. Ja, also mir einfach mich festhalten. Moment. Was sagt die Uhr? Ja, das geht sogar. Das könnten wir tatsächlich in der Folge hier schaffen. Ich darf halt jetzt keinen Fehler machen, ist ja logisch. Wo ist denn der Knopf? Der Knopf ist da hinten, ne? Es ist halt sehr gefährlich. Erstmal die Kisten direkt in Ruhe lassen. Ich habe keine Zeit zum Waffenwechseln. Ja, okay, das geht, aber... Ja. Zack, zack. Ja, ist mir scheißegal. Lieber Schaden riskieren. Weil da komme ich nicht raus, Leute. Wenn der Schalter erstmal aktiviert ist, dann habe ich halt echt ein Problem. So. Okay. Was jetzt? Ah. Die haben mich doch gesehen. Ja, wie gesagt, ich muss da. Da muss ich hindrücken. Ich habe nicht mehr viele Bomben. Okay, dann erstmal. Fuck, wieso bin ich. Okay.
was auch immer das jetzt war, habe ich mich selber als Feind identifiziert. Der muss erstmal sterben. Und sicherheitshalber mal zwei raufballern, man kann ja nie wissen. Und dann, jetzt könnten wir theoretisch so weiter spinnen, ne? Ja, guck mal, was ist das? Haben die denn... Was haben die denn jetzt für ein komisches Intervall? Das verstehe ich ja gar nicht, ey. Ach so, stimmt. Einer reicht ja. Ja, also ursprünglich dachte ich jetzt vielleicht einfach schnell rüberschwingen und so. Aber klar, man kann das ja auch einfach so machen. Und dann müssen wir hier mal eben wieder mal den Gegenstandort wechseln. Und einmal Schwingi-Dingi-Du machen. Und dann können wir uns hier schon so ein bisschen Leboan gönnen und sind tatsächlich wieder voll. Ja, aber wie gesagt, das ist ja halt auch nicht so wichtig. Wenn, wenn du penetriert wirst, wirst du penetriert. Dann kommst du da halt nicht raus. Aber das sieht auch hier schon wieder ziemlich gleich aus, ne? Ich bin jetzt hoffentlich nicht irgendwie zurückgelaufen. Hoffentlich nicht. Ja, nee, kann ja nicht sein. Hier gibt's ja ein paar Kisten. Von daher, das ist ja auch, glaube ich, das Spiel wurde uns wahrscheinlich noch darauf aufmerksam, der Planet, von dem Clank kommt. Clank war ja, falls ihr euch erinnern könnt, ursprünglich eigentlich auch ein böser Roboter. Er ist quasi der Krüppel unter den bösen Robotern. Er ist ja auch so grundsätzlich von der Größe und so, was denn hier passiert, komplett anders. Und hat tatsächlich auch was im Kopf. Also von daher... Ist schätzungsweise alles richtig Warte mal, hä? Ach. Ja, das hatte mich, glaube ich, beim letzten Mal auch verwirrt. Ist das jetzt hier nicht der Moment, wo ich... Muss ich hier was kaputt machen? Ich bin mir nicht sicher. Oder... Nee, hä? Oder war dieser Knopf hier tatsächlich notwendig? Das war, glaube ich, so eine Stelle, wo ich auch irgendwie 20 Minuten rumgeirrt bin und dann bin ich verreckt und das war alles ziemlich dumm. Wo ist denn jetzt hier mein... Da, der Hüt... Nee. Düsenpack. Mal gucken, ob ich das noch kann. Nee, das ist schon mal falsch. Ich glaube, springen und dann R1, genau, ja. Aus unbekannten Gründen ist es hier tatsächlich einmal notwendig, den Knopper zu drücken, oh. Das war doch mal eine intellektuelle Herausforderung. Nein, 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 nein. Die Regel wieder zumachen. Da, kommt. Ich hoffe, das kommt jetzt nicht von hinten raus. Nee, nee, nee. Aber man sieht, es wurde definitiv aktiviert. Aber hat auch tatsächlich nie so lange gehalten. Alles klar. Dann gehen wir noch einmal hin. Hallo, ich bin nur ein kleiner behinderter Roboter. Sieht man doch an der Tatsache, wie ich laufe, oder? Ich bin keine Gefahr. Bin halt so ein bisschen der, einfach der Corona-Gläubige in der Gesellschaft, in der Robo-Gesellschaft. Gut, was glauben die, an was glauben die anderen? Naja, an Dreck. Also das ist jetzt auch nicht wirklich besser, aber ja. So oder so ähnlich wird es wahrscheinlich sein. Ja, man, shit, ich bin ja auch bescheuert. Man sieht ja, dass es wirklich ein anderer Knopf war. Also das hier sind ja die gefährlichen und der andere, der sah ja jetzt deutlich dicker aus von daher. Aber ja, Leute, wir haben es... Holy fucking Holocaust, wir haben es tatsächlich geschafft beim ersten Mal. Ich bin sowas von begeistert. Das sollte reichen. Mama? Oh Mann. Ich hab's versucht, Mama. Ich weiß. Hey Mann, eine Schwester! Meine lieben Blanc, unsere künstliche Welt ist betriebsbereit und kann bezogen werden. Wir haben allerdings noch ein kleines Hindernis zu nehmen. Diesen erbärmlichen Planetenklumpen. Durch einen dummen Zufall hält er die perfekte Umlaufbahn leider besetzt. Bald nicht mehr. Seht den Deplanetisator, der mächtigste Laser aller Zeiten. Bald bringen wir den Deplanetisator über der Planetenoberfläche in Stellung. Ich werde natürlich persönlich den Knopf drücken, der den Haufen Dreck wegsprengen wird. Niemand wird ihn jemals vermissen. Bis bald!
Ratchet, geht es dir gut? Er wird dafür bezahlen. Wie bitte? Ich hätte es schon viel früher wissen sollen. Drake wird schon sehen, was passiert, wenn man meine Heimat angreift. Was grinst du so? Das ist der Ratchet, auf den ich immer gewartet habe. Okay, dann müssen wir also auf Drakes Schiff gelangen, um zu sehen, wo er diesen Laser aufgestellt hat. Ich versuche, dich stolz zu machen, Mama. Ich überlege gerade, ob das im Englischen ein bisschen anders war. Stand da nicht dann, ich hab dich lieb oder so? Aber ja, das so emotional und doch irgendwie so plump. Also das ist halt, ja, schön. Einfach nur schön, tatsächlich. Dass wir da jetzt auf sein Schiff gehen sollen, halte ich auch schon wieder für irgendwie für eine Lüge, weil ich mich nicht daran erinnern kann. Aber gut, so war das ja auch bei dem Geldrit-Tron-Planeten. Ja, hier kam der Ratchet 1, der Clank 1 raus und der Planet Velden, wisst ihr noch, so schließt sich der Kreis, mehr oder weniger, kommt halt wie gesagt jetzt drauf an, ob wir da jetzt direkt hinkommen können, Juan. Und wir können tatsächlich ja noch hier was machen. Sollten wir vielleicht sicherheitshalber tatsächlich mitnehmen, für den Fall, dass wir es brauchen. Das wird jetzt, glaube ich, eine... Hallo Handy, eine Abteilung, wo man sehr, sehr viel Wasserspaß braucht. Das hat man ja, glaube ich, schon beim letzten Mal so ein bisschen kommen sehen. Ja, so 3-4 Mal wahrscheinlich, ne? War das mit den vielen Fischen da? Ne, das war ja bei Quark, ne? Ja, so oder so würde ich mal sagen, rüsten wir das Gerät schon... Wobei, nein, warte, in die Schnellauswahl, genau. Wir packen es mal eben in die Schnellauswahl und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Ratchet & Clank, wenn ihr denn mögt. Da werden wir dann mal hier so ein bisschen das Wasser hin und her schieben. Bis zum nächsten Mal. See ya.